So, ich begrüße euch. Hier ist mal wieder die Axt im Walde oder auch manchmal aus dem Walde. Heute sind wir wieder dran im Multiplayer. Ja, gerade brandheißes Thema irgendwie in The Forest. Multiplayer, ich bin auch, wie ihr seht, wieder dran mit Joker. Servus, Freunde. Jo. Und, tja, ihr kennt womöglich oder womöglich auch nicht den Pack. Hier gibt's einige Gebäude, die man bauen kann. Bis hin zu dem Zeitpunkt, wo die Blaupause steht, bis hin, wo sie fertiggestellt werden, sehen beide Spieler an und für sich das ganze Teil ohne Probleme, ja. Sind das aber so Gebäude wie zum Beispiel das Floß oder auch das, wie heißt das nochmal, Joker? Das Hausboot? Hausboot, ne? Hausboot, genau. Genau, Hausboot, Floß, Hausboot oder auch eben der Baumstammschlitten, wir nennen ihn auch gern Lokschlitten, die man bewegen kann. Dann kann das sein, oder ist das auch so, dass sobald ein Spieler, wenn das fertig gebaut ist, das wegschiebt, bleibt das für den anderen Spieler an Ort und Stelle stehen. Ja? Dadurch ergibt sich, dass hier ein fertig gebautes Gebäude von zwei Spielern unterschiedlich ja, herumgeschoben werden kann und auch benutzt, ja. Das Lustige an der Sache ist, dieser Bug bringt einen Vorteil. Wir hoffen beide, dass das nicht so schnell rausgepatcht wird und wir zeigen euch das einfach mal. Wir haben hier eine Blaupause hingestellt von der mittleren Hütte. 13 Baumstämme brauchen wir und der Joker und ich, wir düsen jetzt mal ab tief in den Wald, ne? Joker geht voraus. Genau, ich direkt mal hinten nach. Ja, wir spielen hier auch im Regenmode, also nicht wundern, wir sind hier ganz ungestört. Ja, Joker lead the way. Ja, hier geht's hin. Und wir bauen uns einfach mal so einen Lockholder hier hin. Ich denke mal, wir schaffen ein bisschen Fläche noch, ne? Damit hier, oh, ein Reh, ja. Bambi lief hier durch, das wollen wir natürlich nicht schnetzeln. Ja, Joker, so, ja, der Joker ist direkt auf, dran. Ich pack mal ein paar Stöcke rein. Ja, tada. Fertig ist. So, Joker läuft jetzt hin. Nee, nicht beladen. Ich schieb das Ding mal weg, ja. Genau, Joker schiebt das Ding jetzt weg. Oh, das bei bewegt mir ist sich es jetzt hier. Ja, das bewegt sich jetzt auch bei mir mit. Wie war das nochmal? Ich denke mal, da muss jemand sterben. So sagtest du das? Nö. Moment mal, ich jetzt mal weiter mit meinem. Dann siehst du das jetzt immer noch da. Ach so, nee, dann hatte ich das vorhin nicht gut genug gesehen gehabt. Das heißt, du bist jetzt, wo du stehst, mit deinem? Es geht darum, dass ich ja deins bewegen kann. Ich sehe es zwar nicht, aber ich habe das jetzt trotzdem irgendwie geschoben. Alles klar, gut. Das heißt, du hast da drüben, hier drüben dein eigenes, ne? Hier direkt irgendwo. Hier vor mir, ja. Ja, wunderbar, genau. Gut. Oh, hier steht das von uns, genau, also von uns, von mir und, ja, ich sag mal den Let's Playern, weil wir sehen deine Perspektive nicht. Ja, wir werden den beladen, aber bevor wir das machen, wir zeigen euch noch einen kleinen Bug mit diesen komischen Bäumen, Joker. Die, yep. Diesen komischen Bäumen, die genauso lang benötigen wie hier ein großer Baum, aber im Prinzip nur ein paar Ästchen abwerfen. Joker und ich fällen jetzt gemeinsam einen Baum. Ja, such dir einen aus. Ich nehme den kleinen hier. Ja, wunderbar. Und dann zeigen wir euch, was bei rauskommt, ne? So, so meinen gleichen fällen. Ja, natürlich. Geht schon, komm. Ja. Aua. So. Ja, und ihr bekommt hier sagenhafte 4 Baumstämme raus, ne? Ist ein Multiplayer-Bug, funktioniert hier wunderbar. Joker, genau, nimmt hier 2 Teile auf und wirft sie ein bisschen rum. Wir gehen auch zum Lockholder hin. Joker geht zu seinem Lockholder hin. Wir gucken auch direkt auf den Lockholder drauf und sehen dich. So, ich schmeiß ihn mal rein. Ja, und Joker belädt hier den Lockschlitten, so ist nicht den Holder, sondern den Schlitten. Ja. Hier ist er, ne? Das heißt, Lego. Ja, das heißt, Joker hat jetzt insgesamt 4 reingeknallt, kommen nochmal 2 hinzu. Und wenn ich. Die kann ich hier rausnehmen. Und bei Joker verschwinden die dann, ne?
So ist das. Ja, genau. Optimale Sache. Das heißt, wir werden das einfach ausprobieren. Ich nehme ein paar wieder raus. Joker, machst du mal das Ding ist hier leer? Genau, Joker jongliert ein bisschen mit den Teilen rum. Und Schiebt sich leichter. ich fahre auch hier mit unserem Schlitten, richtig schlittenartig durch die Gegend. Ja, da wird Mit hier mal ein unserem bisschen Schlitten Lok-Teleporter meinst gefahren. du? Genau, den Lok-Teleporter. Das ist quasi der Lok-Teleporter-Pack. Ja, gut. Das ist ein bisschen hier wie Eisstockschießen hier. So, ja, Joker. Ich sag mal, wir legen los. Du kannst Okay. mal loslegen mit Beladen, ne? Wir haben auch im Vorfeld, ihr habt das gesehen, schon ein bisschen was abgeholzt hier. Und noch die letzten 4 Baumstämme aus dem Kleinen rausgeholt. Ah, Joker. Ja. Kommt noch was nach? Ja, Wieder wunderbar. sammeln. So, hier geht die Anzahl auch fix runter. Einen brauchen wir Sowas noch. kommt noch. So, und fertig ist die Hütte, ne? Ihr seht, das geht wunderbar. Ja. Und man kann hier eindeutig einwandfrei nachlegen. Das heißt, man muss den ganzen Weg nicht gehen, ja. Joker ist auch wieder hier. Und im Endeffekt, ich sag mal, im wunderbaren Sonnenuntergang direkt neben dem Flugzeug, sagen Joker und ich direkt mal danke fürs Zugucken. Wir wollten euch einen schönen Beitrag mitgeben, was ihr mit der Forest, dem Multiplayer, alles anstellen könnt. Ja, ich sag wieder Tschüss, Joker. Ich sag auch Tschüss. Ja, alles Gute und ja, grüßt mir die Mutti. Viel Tschüss, das Spaß war beim die Axt. Genau, viel Teleporten. Spaß beim Teleporten. Grüßt mir die Mutti, das war die Axt und Joker. Tschüss.